Das Forschungsprojekt soll die Frage beantworten, ob das Lernen mit oder ohne Musik sowie mit Gerüchen oder ohne Gerüche leichter fällt. Um herauszufinden, ob und inwiefern sich Konzentration, Merkfähigkeit und Gedächtnis verändern, erstellten Schülerinnen und Schüler aus der 10. Klasse des St. Dominikus-Gymnasiums zwei Wortreihen à 15 Wörter. Außerdem entwickelten sie einen Testbogen. Dabei unterstützten sie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Instituts für Bio- und Lebensmitteltechnik, Bereich 2, Technische Biologie am KIT. Die Wortreihen enthalten die gleiche Anzahl an Substantiven und Verben, um sie vergleichbar zu halten. Sie wurden Testpersonen, Schülerinnen der Parallelklassen, vorgelesen, entweder ohne eine Stimulanz, mit eingespielter Musik, einem Klassikstück, oder unter dem Geruch von Zimt. Nach einer definierten Zeit mussten die Testpersonen alle Wörter auflisten, an die sie sich erinnern konnten. Die Schülerinnen und Schüler werteten die Antworten nach verschiedenen Kriterien aus. Wie hoch ist die Anzahl richtiger Wörter? Welche Wörter wurden besonders oft richtig aufgelistet? Gibt es eine erkennbare Tendenz, ob die Wörter zu Beginn, in der Mitte oder zuletzt vorgelesen wurden? Nach der Auswertung fassten die Schülerinnen und Schüler die Ergebnisse zusammen. Haben Musik und Gerüche einen positiven Effekt auf die Merkfähigkeit? Oder ist das Lernen ohne Ablenkung doch besser? Ihre Resultate verglichen sie mit den Erkenntnissen aus der deutsch- und englischsprachigen Fachliteratur, etwa von Manfred Spitzer oder von Godden und Berdley. Rezenseffekt und der Primäreffekt bewirkt, dass man sich die ersten Wörter besonders gut merken kann. Und zwar liegt es daran, dass das Langzeitgedächtnis noch unbeeinflusst ist, bevor man die Wörter erfährt. Und der Rezenseffekt bewirkt eben, dass man sich die letzten Wörter besonders gut merken kann. Und das hat im Gehirn eigentlich die Wirkung, dass das Kurzzeitgedächtnis nicht überspielt wird, weil durch die Rechenaufgaben, die merkt man sich nicht, deswegen. Ja, die Idee von unserer Lehrerin war, dass das Geruchszentrum vorne im Gehirn sitzt, sodass, wenn man einen bestimmten Geruch riecht, das eigentlich dann stimuliert wird und das einem beim Lernen hilft. Aber letztendlich ist es einfach am besten, wenn man gar keine andere Stimulanz hat, sondern nur die Wörter hört.